Im Zeichen des Kreuzes fasst sich das ganze Christentum zusammen. Warum ist es so und muss das so sein? Antwort: Ja, es ist so und es muss so sein. Gründe dafür will ich heute Abend angeben. Beim letzten Mal, wo wir das schwere Thema, das in einer Aporie, in einer Ausweglosigkeit im Grunde endende Thema der Theodizee verhandelt haben. Wie verhält sie die Allmacht Gottes zur Allgüte Gottes und zur Faktizität des Übels in der Welt, will ich diesmal keinen systematischen Zugang im unmittelbaren Sinne wählen, sondern einen eher historisch orientierten. Die Grundfrage bleibt: Warum ist das Kreuzeszeichen, ja der Kruzifixus selbst, zum Inbegriff und zum Zentrum des Christentums geworden? Ich beginne mit einer kurzen Skizze dessen, was ich die ursprüngliche Einsicht der jüdischen Religion nennen möchte. Dann komme ich auf das Thema zu sprechen, das in der Diskussion beim letzten Mal schon angezeigt wurde, nämlich: Worin das Grundproblem dieser Grundüberzeugung der jüdischen Religion liegt, nämlich, dass Gott gerecht ist und dass eine Korrespondenz zwischen Gerechtigkeit und Wohlergehen stattfinden soll. Das ist das eigentliche Motiv zu dem, was ich die Eschatologisierung der jüdischen Religion nennen möchte. Die Frau Höchststöhr hat beim letzten Mal schon gesagt, dass ich zu viele Lehnwörter aus dem Lateinischen oder aus dem Griechischen in dem Fall verwende. Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Eschatologisierung meint also die Orientierung an einer zukünftigen Endzeit. Und das ist für bestimmte Bewegungen innerhalb der jüdischen Religion in der vorjesuanischen Zeit charakteristisch, insbesondere für die Tradition, die man die apokalyptische nennt. Ich frage also, warum und aus welchem Problem heraus eschatologisiert sich die jüdische Religion? Das ist mein zweites Thema. Dann werde ich von Johannes dem Täufer und Jesus als eschatologischen Endzeitpropheten in apokalyptischer Tradition handeln und werde in dem Zusammenhang auf Wirken und Zeichenhandlungen Jesu und auf seine Botschaft von der nahen Gottesherrschaft, von der nahen Basileia, TTU im Einzelnen eingehen. Der vierte Punkt soll dann der Frage gewidmet sein, welche Konflikte eigentlich dafür verantwortlich waren, dass Jesus hingerichtet wurde. Gibt es eigentlich noch historisch identifizierbare Gründe dafür, warum Jesus der Prozess gemacht wurde? Das soll die vierte Thematik sein und auf die werde ich mich natürlich aus gegebenem Anlass besonders konzentrieren. Und dann soll von den neutestamentlichen Deutungen des Todes Jesu Christi die Rede sein. Also von den Deutungen, die wir bei Paulus, dem ältesten neutestamentlichen Schrifttum, in der synoptischen Tradition, bei Markus, bei Lukas und Matthäus finden und dann gegebenenfalls auch noch in der johannäischen Tradition. Und schließlich will ich die altkirchliche Deutung des Todes Christi an einer Schrift zumindest nur ansatzweise verdeutlichen. Eine Schrift des berühmten Athanasius von Alexandrien, Perithes en Anthropesios du Logo, über die Menschwerdung des Logos. An der Schrift wird zu zeigen sein, dass die alte Kirche primär an der Frage, wie bekomme ich ein unsterbliches Leben, orientiert war. Wohingegen dann im Mittelalter bis hin zur Reformation die bewegende Frage der Deutung des Kreuzestodes Christi die Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also die Frage, die auch für Martin Luther die eigentlich bewegende ist. Und zum Schluss werde ich dann doch nochmal ein bisschen ins Systematische gehen und fragen, ob der Gedanke eines stellvertretenden Leidens und Sterbens, und das ist ja mit dem Kreuz und dem Kruzifixus immer assoziiert worden, eigentlich ein haltbarer Gedanke ist.
ein bisschen viel, wenn Sie sich jetzt denken, abendfüllendes Programm, aber wir haben ja Zeit, es ist erst 7 Uhr, spätestens um 10, nein, ich werde ungefähr eine Stunde sprechen und dann haben wir noch Gelegenheit, das eine oder andere zu diskutieren. Die ursprüngliche Einsicht der jüdischen Religion. Wir haben ja beim letzten Mal über die Theologia Naturalis gesprochen, über die Gottesbeweise als die exemplarische Form der natürlichen Theologie, der rationalen, der vernünftigen Theologie, wenn Sie sich erinnern. 3 Klassen von Gottesbeweisen, der teleologische, der kosmologische und der ontologische. Darüber brauchen wir jetzt heute nicht sprechen, heute soll es konkreter werden. Heute soll nicht von Gott und von der Gottheit Gottes im Allgemeinen die Rede sein, sondern von Jahwe, dem Gott Israels, also jenem Gott, den Jesus seinen Vater genannt hat. Wir sind durch die Exegese belehrt worden und wissen historisch kritisch, dass die ursprüngliche Einsicht des Judentums nicht, wie sie in der Bibel dargestellt wird, ganz am Anfang, schon in der mosaischen Zeit lag, sondern dass sie sich erst im Laufe der Zeit entwickelt hat und dann in der exilischen und nachexilischen Zeit des Judentums seine Einsicht in die gründende Urzeit zurückprojiziert hat, also in die mosaische Zeit. Aber das ändert an dem Sachverhalt und an der Richtigkeit dieser Einsicht nichts. Worin besteht die ursprüngliche Einsicht der jüdischen Religion? 3 Aspekte will ich benennen. Ein strikter Monotheismus. Sie finden in den altorientalischen Religionen inklusive der Religion Israel zunächst einen Polytheismus. Der Polytheismus ist die Ursprungsform des Religiösen. Und vor allem charakteristisch für sogenannte Naturreligionen. Der Mensch arbeitet sich zunächst an der Natur ab und sieht in den Mächten der Natur Gottheiten walten. Im Lauf der Gestirne, in der Sonne, in den Fruchtbarkeitsriten und was weiß ich. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Das ist zunächst auch mal wie in Kanaan im Judentum. Im Judentum darf ich nicht sagen, in der israelitischen Frühreligion der Fall. Aber allmählich bildet sich über monolatrische Tendenzen, das heißt, nur ein Gott wird verehrt, die Existenz anderer wird nicht einfach in Abrede gestellt, ein strikter Monotheismus aus. Das ist spätestens in der exilisch-nachexilischen Zeit der Fall. Lesen Sie mal Deutero-Jesaja, den sogenannten zweiten Jesaja, dessen Buch in Jesaja 40 beginnt. Da merken schon in den ersten Zeilen, hier bildet sich ein strikter Monotheismus aus. Gott, der Gott Israels, ist ein Gott. Und alle anderen sind Götzen, Machwerke, Ölgötzen. Der zweite Aspekt, der mit diesem ersten aufs engste verbunden ist, lautet, der eine Gott ist der universale Herrscher Himmels und der Erde. Er ist von universaler Zuständigkeit. Und in der Logik dieser Einsicht liegt es, dass ich nun Schöpfungsreflexionen einstehe. Die Schöpfungsberichte sind traditionsgeschichtlich geurteilt, nicht am Anfang stehend, sondern sind Reflexionsprodukte des entwickelten Monotheismus. Der eine Gott ist, weil er der eine Gott ist, der Herrscher Himmels und der Erde. Der Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge, wie es dann im Niceno-Konstantinopolitanum heißen wird. Aber das ist recht eigentlich noch nicht die ursprüngliche Einsicht des Judentums, sondern die kommt erst im dritten Aspekt recht zur Geltung, nämlich in der Einsicht in die Gerechtigkeit Gottes. Die polytheistischen Gottheiten definieren sich im Wesentlichen über naturhafte Macht. Also Hilfe zur Durchsetzung natürlicher oder sozialer Interessen. Der Herr der Heerscharen, der Gott Zebaoth, der soll sich zunächst mal dadurch erweisen, dass er dem Volk Israel seine Existenz sichert
und bewahrt. Ein Kampfgott, der sie primär über naturhafte Stärke definiert. Und das ist nun wirklich der Quantensprung in der Religionsgeschichte Israels, dass man zur Einsicht kommt, zunächst nur in kleinen Kreisen, dann aber bestimmend für die Religion des ganzen Volkes, dass sich der eine Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, nicht primär über naturhafte Macht definiert, sondern über Gerechtigkeit. Dass er seine ganze Allmacht, die er hat, in den Dienst seiner Gerechtigkeit stellt. Das ist die ursprüngliche Einsicht der jüdischen Religion. Der eine Gott, der universelle Herr Himmels und der Erden, ist gerecht. Und er stellt seine ganze Allmacht in den Dienst der Realisierung seiner Gerechtigkeit. An dieser Grundüberzeugung hängt die ursprüngliche Einsicht der jüdischen Religion, und das macht die jüdische Frömmigkeit in gewisser Weise bis zum heutigen Tage in ihrem Kern aus. Daraus folgt, wenn man so will, ein Dogma. Der berühmte Wellhausen, der ganz berühmte Alttestamentler, hat vom jüdischen Grunddogma gesprochen, nämlich, wenn Gott gerecht ist, dann ist mit einer Korrespondenz zwischen Guttun und Wohlergehen zu rechnen. Wer gut tut, dem wird, vielleicht nicht sofort, aber aufs Ganze gesehen, Wohlergehen. Und entsprechend, freilich nur sekundär, gilt, wer Übles tut, dem wird es auf kurz oder lang übel ergehen. Es herrscht also ein Korrespondenzverhältnis zwischen Guttun und Wohlergehen. Und davon war das Volk Israel überzeugt, dass Gott diese Korrespondenz gewährt und garantiert. Solange sozusagen die Individualisierung nicht so weit fortgeschritten ist, dass der Gedanke des Volkskollektivs immer weiter zurücktritt, kann man diesen Gedanken als plausibel achten. Aber bald schon melden sich kritische Stimmen. Die Alten haben Trauben gegessen und den Jungen werden die Zähne stumpf. Also, das kritisiert einen über die Generationen hinweg statthabenden Ausgleichsgedanken. Der sind ja nur allen bekannt. Wer die Gebote hält, dem werde ich gut tun. Und zwar über die Generationen hinweg. Wer aber die Gebote nicht hält, der wird bis ins zweite und dritte Glied mit den Folgen seines Übeltuns zu rechnen haben. Schon dieser Gedanke einer kollektiven Zusammengehörigkeit wird problematisiert durch eine fortschreitende Individualisierung der Religion. Und damit dramatisiert sich natürlich das Problem, stimmt denn das, dass es dem, der die Gerechtigkeit Gottes befolgt, gut geht, während dem, der es nicht befolgt, er übel zustößt. Und man kommt zu dem Ergebnis, dieses Korrespondenzverhältnis zu behaupten, ist problematisch. Nun könnte man ja sagen, dann gebe den Gedanken der Gerechtigkeit auf. Das aber macht der fromme Jude nicht, sondern er sucht nach Auswegen aus dieser religiösen Krise. Und darauf will ich jetzt zweitens eingehen, auf die Eschatologisierung der Religion, der jüdischen Religion. Denn das ist der eigentliche Ausweg, der aus dieser Krise gewiesen wird, jedenfalls der wirkungsgeschichtlich bedeutendste. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich den Grundgedanken nochmal einschärfen, nämlich den Gedanken der Gerechtigkeit Gottes. Und ich frage, was denn eigentlich gerecht ist? Und die Antwort lautet, gerecht ist, zwischen gerecht und Unrecht zu unterscheiden. Gerecht ist, wenn zwischen Recht und Unrecht richtend geschieden wird. Also die Gerechtigkeit ist mit dem Gedanken des Gerichts notwendig verbunden. Anders formuliert,
Es ist gut und richtig, zwischen gut und ungut, zwischen richtig, Recht und Unrecht zu unterscheiden. Und es ist ungut und es ist böse, ja, es ist ungerecht und unrichtig, zwischen Recht und Unrecht nicht zu unterscheiden. Die Egalisierung dieser Differenz ist schon Unrecht. Das will ich einschärfen. Wenn Sie den Gedanken nämlich nicht mitgehen, dann salopp zu reden, dann wird die ganze Pointe verfehlt. Dann wird das ganze Drama verfehlt. Aber da muss man mitgehen. Die Justitia, die Dikaiosyne, oder das, was die Juden Tzedaka nennen, kommt ohne den Gedanken der Scheidung zwischen Recht und Unrecht nicht aus. Und diese Scheidung von Recht und Unrecht ist gravierender als die Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Das eine betrifft die Natur, das andere betrifft den sozialen Zusammenhang des Menschenlebens. Also noch einmal, Gott ist gerecht und Richter alles Bösen. Darauf werde ich nur zu sprechen kommen. Und zwar anhand eines Schlüsselsatzes aus unserem Gesangbuch. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Lieb und will die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Darauf wird die ganze Argumentation zulaufen. Aber jetzt die Eschatologisierung der jüdischen Religion. Wenn Probleme entstehen bezüglich des Zusammenhangs von Guttun und Wohlergehen, kann man unterschiedliche Lösungsversuche unterbreiten. Kohelet, das sehr lesenswerte Buch der Bibel, wo man sich gelegentlich fragt, warum es eigentlich in der Bibel drin steht, antwortet, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. So säkular und so salopp, wie sich jetzt vortrage, klingt es nicht, sondern wir schulden es Gott, das Leben, das er uns gegeben hat, in sinnvoller Weise durchzuführen, aber wir sollen nicht auf irgendwelche sonstigen Sachverhalte reflektieren, sondern gut und recht, schön und billig zu leben, das ist das, was die Weisheit dem Frommen nahelegt. Das kann natürlich nicht das letzte Wort der Bibel sein. Ein sehr viel tiefgründigeres ist das, was ich beim letzten Mal angesprochen habe und was im Hiob-Problem durchexerziert wird. Da kommen die Freunde und sagen, doch, doch, es besteht schon ein Zusammenhang zwischen Guttun und Wohlergehen, Übeltun und Übelergehen. Du tust nur so, als seist du gerecht. Oder dir ist entgangen und ist verborgen geblieben, was du hintergründig an Üblem gewirkt hast. Also, du bist ein Beispiel dafür, dass dieses Grunddogma durchaus seine Richtigkeit hat. Und Hiob, als der Repräsentant derer, die damit Probleme haben, insistiert darauf und macht das Problem in seiner Problemhaltigkeit erst deutlich, nein, ich bin gerecht. Und er insistiert auch Gott gegenüber auf seine Gerechtigkeit. Und das ist das eigentliche Problem des Hiob-Buchs. Man wird nicht sagen können, dass es gelöst ist. Aber man sieht am Hiob-Buch, dass die Problemhaltigkeit dieses Problems wahrgenommen wurde. Da haben sie Generationen dran abgearbeitet. Da gibt es die unterschiedlichsten Redaktionen. Das ist nicht von einem Autor oder gar von Hiob, das ist nicht von einem Autor zustande gebracht, sondern da haben sozusagen eine ganze Reihe von Schriftgelehrten, können Sie es ruhig nennen, sich daran abgearbeitet, weil es eben so ein zentrales Problem ist. Das wirkungsgeschichtlich Bedeutsamste bezüglich der Reaktion auf dieses Problem ist die Eschatologisierung der jüdischen Religion, wie es in der Apokalyptik erfolgt ist. Wenn wir Apokalyptik hören, dann denkt man immer, meine Güte, an irgendwelche. Das ist zunächst gar nicht damit gemeint, sondern was ist damit gemeint? Und mögen auch Himmel und Erde vergehen, am letzten Ende wird Gott seine Gerechtigkeit realisieren. Da können Sie jetzt sagen, das ist eine totale Immunisierungsstrategie gegen innerweltliche Erfahrungen. Sie können aber auch sagen, das ist nun wirklich die auf die Spitze getriebene jüdische Frömmigkeit. Und wenn auch erfahrungsgemäß alles dagegen spricht,
Und wenn die Selbsterfahrung und die Welterfahrung gegen die Gerechtigkeit Gottes zu sprechen scheint, nein, ich halte im Glauben an ihr fest, weil ich gewiss bin, dass der Gott Israels ein Gott der Gerechtigkeit ist, der, wenn vielleicht auch nicht heute oder morgen oder übermorgen, jedenfalls am letzten Ende, am Tag Jahwes, der Gerechtigkeit Recht verschaffen wird und richten wird zwischen Lebenden und Toten. Dann ist der Gerichtsgedanke. Der tritt in der apokalyptischen Tradition ins Zentrum der Aufmerksamkeit, nicht aus irgendwelchen sadistischen Tendenzen heraus, sondern um der Gerechtigkeit die Ehre zu erweisen. Es ist für den frommen Juden unerträglich, und zwar zu Recht, dass der Tod etwa die Differenz zwischen Gut und Böse egalisiert. Und das müssen Sie ja mal einen Augenblick überlegen, ob das nicht schandbar in sich selbst ist, dem Tod die Macht zuzudenken, die Differenz zwischen Opfer und Täter zu egalisieren. Dann kann man sagen, ist im Grunde alles gleichgültig. Und dagegen sträubt sich nicht nur der jüdische Fromme, sondern dagegen sträubt sich ja das, was man traditionell das Gewissen nennt. Wir haben beim letzten Mal von Kant gesprochen. Der kategorische Imperativ schärft das nochmal ein, indem er sagt, das ist mit Gewissensgewissheit zu wissen. Nämlich, dass du allgemein verbindlich handeln sollst. Das ist im Grunde der Kerngedanke der jüdischen Frömmigkeit. Und die besteht die äußerste Probe darin, dass auch dann, wenn nichts mehr dafür zu sprechen scheint, an dieser Gewissheit als einer Gottbegründeten festgehalten wird. Am Tag Jahwes wird Gott Recht ausüben und wird es nicht zulassen, dass die Übeltäter sich das Recht nehmen, das Recht der anderen mit Füßen zu treten. Er wird den Unrecht Behandelnden ihr Recht verschaffen. Und das ist rechtens. Und an dem Gedanken muss, so denke ich, auch das Christentum unbedingt festhalten. Es mag, nein, ich sage es anders, es gibt ein Judentum ohne Christentum, aber es gibt kein Christentum ohne Judentum. Es gibt eine hebräische Bibel ohne das Neue Testament. Aber es gibt kein Neues Testament ohne die hebräische Bibel, die freilich dann unter christlichen Bedingungen zum Alten Testament wird. Ich glaube, in wenigen Zügen ist zumindest andeutungsweise klar geworden, was es mit dieser apokalyptischen Bewegung auf sich hat. Das sind nicht irgendwelche absurden Spekulationen, sondern das sind Weisen, auf ein Problem zu reagieren und es einer bestimmten Art von Lösung zuzuführen, nämlich durch Eschatologisierung. Am Ende der Zeiten, da wird Gott Recht üben und endzeitliches Gericht, das sogenannte jüngste Gericht. Und alle anderen Vorstellungen, die in der Apokalyptik ausgeprägt wurden, stehen im Dienst dieses Grundgedankens, etwa der Gedanke der Auferstehung der Toten. Im Alten Testament, im Grundbestand des Alten Testaments, finden Sie den Gedanken ja kaum oder nur am Rande. Aber in der apokalyptischen Tradition prägt er sie aus und man muss fragen, warum? Warum stehen die überhaupt auf? Ja, um vorstellig zu werden vor Gottes Gericht. Dazu muss dem Tode die Macht genommen werden, die Differenz zwischen Gut und Böse zu egalisieren. Es ist also nicht so, dass der Auferstehungsgedanke, der Leitgedanke für den Gerechtigkeits- und Gerichtsgedanken wäre, sondern es ist umgekehrt. Sie stehen auf, um vor Gericht vorstellig zu werden. Wie man sich dann die Auferstehung im Einzelnen zu denken hat, ist zweitrangig. Aber sie müssen vorstellig werden vor Gottes Gericht und das heißt, der Tod hat nicht die Macht, die Differenz zwischen Gut und Böse, um es zum fünften Mal zu sagen, zu egalisieren.
Verzeihen Sie, wenn ich das immer ein bisschen wiederhole. Repetitio est mater studiorum. Manche Dinge muss man auch versuchen einzubläuen, weil es so zentral für die weitere Gedankenentwicklung ist. Gut. Drittens, Johannes der Täufer. Schuf, kehrt um, metanoete, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Fast wortgleich, wie Jesus verkündigt. Also, zwischen Johannes dem Täufer und Jesus ist historisch eine ganz enge Beziehung anzunehmen. Schon die Tatsache, dass Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen lässt, ist sicher keine Erfindung der frühen Christenheit. Man müsste ja fragen, warum lässt sich der von Johannes taufen? Er ist doch der Messias. Warum der Sündetaufe? Warum soll er sich der Sündetaufe unterziehen, der doch der Sündlose ist? Also, schon die Taufe Jesu ist historisch geurteilt eine ganz eindeutige, zur Jesus-Geschichte gehörige Angelegenheit. Und auch inhaltlich stimmt Jesus über weite Strecken, so hat man den Eindruck, mit dem Johannes dem Täufer überein. Darum schauen wir uns den Johannes den Täufer noch ein bisschen genauer an. Wort und Sakrament ist sozusagen bei ihm schon vorgebildet. Er verkündigt. Und er verkündigt eigentlich immer dasselbe. Nämlich, engüst, nahe, herbeigekommen ist die Basileia Tutiu, um es jetzt griechisch zu sagen, so wie es im Neuen Testament steht, das Gottesreich. Das ist nahe herbeigekommen. Und dazu, um das einzuschärfen und in der Weise eines wirksamen Zeichens zu unterstreichen, tauchte die Leute im Jordan unter, weil der alte Adam ersäuft werden muss, um es mit Martin Luther zu sagen. Ist also eine Symbolhandlung, die dann später zu dem führt, was man eine sakramentale Handlung nennt. Die sakramentale Handlung bezeichnet eigentlich nichts anderes, als was das Wort besagt, aber unterstreicht es nochmal in sinnenfälliger Weise, so, dass gewissermaßen mit Leib und Seele der Mensch hineingerissen wird in das, was in dem Wörtchen metanoide, kehrt um, dreht euch um aus eurer Verkehrtheit, nehmt Abstand von eurer Verkehrtheit. Das ist ja der Sinn der Bekehrung, dass der in sich verkehrte Mensch, der auch sich selbst im Grunde zuwider ist, dass der herausgekehrt wird aus seiner Selbstverkehrtheit. Das schärft Johannes immer wieder ein und unterstreicht es durch diese endzeitliche Symbolhandlung der Jordan-Taufe. Und ganz ähnlich verkündet Jesu die nahe Gottesherrschaft. Jetzt müssen wir mal fragen, ja, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich der Fall, wenn die Gottesherrschaft anbricht? Was ist es mit diesem Königtum, Basileia, und mit diesem Basileus? Natürlich sind es Metaphern, das ist klar. Aber was realisiert sich eigentlich, wenn sich die Gottheit Gottes realisiert? Da ist die Antwort klar. Die Gerechtigkeit. Und zwar auf eine universale Weise. Und zwar nicht irgendwo, sondern in dem, was man die Wirklichkeit zu nennen hat. Die ganze Wirklichkeit inklusive der sinnlichen Verfasstheit des Daseins wird durchwirkt von der Gerechtigkeit Gottes. Man darf sich den Gedanken nicht zu spiritualistisch vorstellen. Es ist die Realisierung der Gerechtigkeit unter den gegebenen Bedingungen der Schöpfung. Es ist mithin auch die Realisierung dessen, wozu der Mensch ursprünglich bestimmt ist. Zur Justitia Originalis, zur Ursprungsgerechtigkeit, wie es im Hinblick auf Adam und Eva vor dem Fall ausgesagt wird. Diese Gerechtigkeit, die zu realisieren der Mensch bestimmt ist, die aber durch den Fall der Sünde, durch sein faktisches Unrecht verfehlt hat, diese Gerechtigkeit zu realisieren, ist der Sinn und Zweck des anbrechenden Reiches Gottes. Und wenn es da jetzt irgendwelche Mitwirkenden noch in die Szene betreten lassen, ein Menschensohn etwa oder ein Messias, dann hat er keine andere Funktion als Gott, gleichsam wie ein Mandatar, bei der Durchführung dieser Realisierung behilflich zu sein.
Man darf die Messias-Tradition nicht zu hoch hängen. Das ist doch klar, unter jüdischen Bedingungen kommt der zweite Gott. Natürlich auch unter christlichen Bedingungen nicht. Der Messias ist ein Helfer Gottes, der ihm bei der Durchführung, der Realisierung seiner Gerechtigkeit hilfreich zur Seite steht, sage ich es jetzt mal so. Aber worauf es ankommt, ist die Realisierung der Gerechtigkeit unter den Bedingungen von Mensch und Welt, die freilich andere sein werden unter eschatologischen Bedingungen, aber den Zusammenhang mit dem Vormaligen nicht einfach kappen. Darum sage ich lieber so, sie werden anders sein, so wie auch unser Zustand der andere sein wird. Aber wir werden keine anderen sein. Und dieses Identifikationsgeschehen, das ist ja mit dem Gedanken der Gerechtigkeit untrennbar verbunden. Ob man sich diesen Gedanken der Gerechtigkeit jetzt so vorstellen muss, dass man sagt, na gut, die eine Hälfte zur Linken, die andere zur Rechten, oder zwei Drittel zur Linken, ein Drittel zur Rechten, oder ganz wenige zur Rechten und die Massa Petitionis, die Verderbensmasse der anderen, alles zur Linken. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Denn es könnte ja sein, dass der Gerichtsgedanke primär darauf zielt, zu erkennen, das geht mitten durch dich selbst hindurch. Du kannst die Scheidung nicht so vornehmen, dass du sagst, naja, die anderen. Aber mich betrifft es nicht. Da muss man sich überhaupt überlegen, ob das eine angemessene, schon unter jüdischen Bedingungen angemessene Darstellung des jüngsten Gerichts ist, die eine Teilmenge der Menschheit immer in den Orkus fahren zu lassen und die andere Teilmenge sozusagen den. Worum es geht, ist die Realisierung der Gerechtigkeit Gottes. Und jeder prüfe sich selbst und jeder lasse sich prüfen, wo er zu stehen kommt. So, nichtsdestoweniger ist der Grundgedanke bei Johannes, dass das kommende Reich Gottes die Realisierung der Gerechtigkeit Gottes ist. Klar? Und das wird unterstrichen durch die sakramentale Handlung der Jordantaufe. Jesus ganz nah bei ihm, aber doch mit einem signifikanten Unterschied. Nicht primär darin, dass der eine Heuschrecken ist und in härenen Gewändern umeinander läuft, während der andere Fresser und Weinsäufer, zumindest von einigen, genannt wird. Obwohl vielleicht auch das ein nicht ganz unwesentlicher Unterschied ist. Oder der eine in dieser Wüstenei des Jordans, der andere in dem doch wirklich grandiosen Galiläa ringsum, dem See Genezareth. Aber das sind äußerliche Aspekte. Worauf es im Inneren ankommt, ist, dass der in engster Verbindung stand und steht zu Johannes dem Täufer und dessen Jünger in engster Verbindung stehen mit den Jüngern des Täufers, dass der jetzt doch, und das ist der Zug im Neuen Testament, den man beim besten Willen auch historisch-kritisch nicht rausbringt, selbst wenn man es wollte, dass der nun die Zukunft des Reiches Gottes, man wird sagen müssen, vorzugsweise denen zusagt, die als manifest ungerecht zu gelten haben. Wir müssen ein bisschen wegkommen von dieser Vorstellung, der selbstgerechte Pharisäer und dieser arme Schlucker, der da sozusagen unter die Räder der Frommen gelangt. Nein. Die von den Pharisäern als ungerecht bezeichnet wurden, waren auch ungerecht. Das muss man als erstes rausstreichen. Dass man nicht so tut, die einen sind die Scheinheiligen und die anderen, die im Grunde eigentlich Heilige, ja, nein, sondern die Zuwendung Jesu gilt in besonderer Weise denen, die verloren sind, den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sicher, da können auch die Kranken dazu, die eben einfach durch ihre Unreinheit getrennt werden vom religiösen Leben. Aber es gehören vor allem zu dieser Menge diejenigen hinzu, die durch eigene Schuld
sich ausgeschlossen haben aus dem Reich derer, die als fromm zu gelten haben. Das ist das Problem. Und darauf muss man die Aufmerksamkeit konzentrieren. Und ich will es jetzt kurz machen. Man könnte jetzt dafür eine ganze Menge Worte Jesu anführen. Und Sie könnten eine ganze Menge Zeichenhandlungen Jesu anführen. Zachäus oder was weiß ich. Die ganzen Gleichnisse. Da lässt einer, die ganzen Schafe stehen ja um liebe Zeit. Um dann sich diesem einen Schaf zuzuwenden, über das dann im Himmel mehr Freude ist überall. Oder nur, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, das ist eigentlich jedem präsent, dem barmherzigen Samariter oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja gut, wir sagen ja prima, der nimmt den sofort wieder auf, aber man muss ja sagen, irgendwo ist die Sache auch nicht ganz gerecht, oder? Mir hast nicht einmal, wenn ich mit meinen Freunden, ne? Aber der kommt, nachdem er alles durchgebracht hat, heim und ja, wunderbar. So kann es ja wohl nicht gewesen sein. Man könnte ja mal fragen, ob nicht Jesus sich selbst auch, ob nicht der verlorene Sohn auch diesen Bezug hat, diesen christologischen Bezug. Oder, um es nochmal zu Ende zu bringen, die Arbeit im Weinberg. Die einen fangen in alle Früh an schuften, in der Mittagshitze, und dann kommen die daher, die zum Schluss noch ein bisschen darum wägeln und dann wird mit dem Argument, dass ja hanebüchen ist, gesagt, ne, was rechtet ihr mit mir? Bin ich nicht derjenige, deshalb habe ich nicht euch genau den Lohn gegeben, den ich euch versprochen habe? Also das ist ja derart provokativ, dass man wirklich fragen muss, ist es gerecht? Und jetzt komme ich auf die Frage zu sprechen, viertens, ob man eigentlich noch historische Gründe namhaft machen kann für die Hinrichtung Jesu. Denn das könnte vielleicht auch eine Hilfe sein, die späteren christlichen Deutungen des Todes Christi, andeutungsweise jedenfalls, ansatzweise, zu plausibilisieren. Ich habe mir das selbst so zurechtgelegt und denen, die in meinen Vorlesungen waren, die werden das wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben, aber das schadet ja nichts. So eine Art konzentrische Kreise, die im juristischen Sinne für den Tod, für die Hinrichtung Jesu verantwortlich waren zweifellos die Römer. Denn die Römer als die Besatzungsmacht waren diejenigen, die sich die Gerichtsbarkeit, was Leib und Leben anbelangt, nicht nehmen ließen. Das ist ja klar. Also Todesurteile zu vollstrecken, war den Juden der damaligen Zeit sicher nicht erlaubt. Dieses Privileg hat sich die Besatzungsmacht vorbehalten, das ist ja klar. Insofern wird man den Pontius Pilatus als dem in juristischen Sinne eigentlich Verantwortlichen für die Hinrichtung Jesu zu bezeichnen haben. Und für den kam überhaupt nur ein Hinrichtungsmotiv in Frage. Und es steht ja vielleicht dann auch am Titulus Crucis so zu lesen, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Die sagen dann zwar, der hat gesagt, er sei der Judenkönig, Gott Skripsi, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Wenn ein Grund für die Römer vorhanden war, Jesus hinzurichten, dann weil er irgendwelche politischen Umtriebe, Umsturzprogramme, Revolten zu initiieren gedachte. Weil er ein Zelot war, ein Sikarier oder irgendwie ein Repräsentant dieser Aufstandsbewegungen, die es ja damals gegenüber den Römern gab. Das dürfte der eigentlich juristische Grund für die Hinrichtung Jesu gewesen sein, obwohl man mit historischer Sicherheit eines sagen kann, Jesus mag alles Mögliche gewesen sein, aber ein Zelot war hundertprozentig nicht. So müssten sagen, das war ein Fehlurteil. Und auch darüber muss man mal nachdenken, was das bedeutet, dass der, den wir dann später, und zwar so, dass das von Ewigkeit zu Ewigkeit gilt,
mit der zweiten Person der Gottheit untrennbar verbunden hat, dass der ein Opfer der irdischen Gerichtsbarkeit wurde. Aber das nur am Rande. Welche Gruppierungen gab es im Judentum der jesuanischen Zeit? Da haben wir die Essener, Qumran-Leute vielleicht, ob das identisch ist, lasse ich dahingestellt, brauchen wir jetzt nicht. Die Zeloten, die Sikarier, davon haben wir kurz schon gesprochen. Die wichtigsten Repräsentanten im Hinblick auf die Religion waren die Pharisäer und die Sadduzäer. Die Sadduzäer, von denen wir jetzt handeln. Die Sadduzäer waren die Repräsentanten der Tempelaristokratie. Die Sadduzäer waren die eigentlich konservativen Kreise. Ganz stark auf den Tempelkult orientiert. Und zur Kooperation mit den Römern sehr willig. Und warum? Um ihre Privilegien zu erhalten. Die Sadduzäer waren im Unterschied zu den Pharisäern nochmal die Konservativen. Sie lehnen etwa die Auferstehung der Toten ab. Den ganzen apokalyptischen Eschatologie-Kram, den machen die nicht mit. Da wollen die von nichts wissen. Drum wollen sie ja Jesus sozusagen auf die Probe stellen, wie ist es, wenn da eine und so weiter und so fort, die kennen die Geschichte. Für die Sadduzäer könnte der Grund zum Einschreiten Jesu und zu der Überlieferung an den Pontius Pilatus gewesen sein, die sogenannte Tempelreinigung. Eine Zeichenhandlung, die sich auf den Tempel bezieht. Nun gab es ja oft Kultkritik, Tempelkritik. Und es ist gar nicht auszuschließen, dass Jesus sich auch in dieser Weise tempelkritisch geäußert hat und seine Tempelkritik verbaler Art durch eine Zeichenhandlung unterstrichen hat. Sodass viele der Meinung sind, der unmittelbare Anlass zum Einschreiten gegen Jesus und seine schließlichen Überlieferung an die römische Gerichtsbarkeit sei irgendeine Zeichenhandlung kritischer Art im Tempelbereich gewesen. Das schließe ich nicht aus, das halte ich sogar für wahrscheinlich, aber man wird fragen müssen, ob dieser andere Aspekt, der ja nun dann in der neutestamentlichen Tradition so zentral werden wird, nämlich der pharisäische, ausgeblendet werden darf. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Wenn es eine Gruppierung im Judentum der jesuanischen Zeit gab, der Jesus ganz nahe stand, dann waren es die Pharisäer. Es gab schon mal die These, die vertreten wurde, Jesus sei selbst ein Pharisäer gewesen. Aber immerhin, der größte, erste christliche Theologe, der Paulus, der war ja nun einer. Also, eine Nähe zum Pharisäismus, eine Nähe zum Kern der jüdischen Religion, der war sicher auch bei Jesus vorhanden. Und umso schärfer, denke ich, musste der Konflikt ausfallen. Und jetzt versuche ich einmal, die Sache der Pharisäer stark zu machen. Hatten sie nicht recht, wenn sie sagten, es geschah ihm recht? Muss nicht unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten gesagt werden, die Zuwendung Gottes, die Zuwendung Jesu und der Berufung auf Gott, den er seinen Vater nennt, an die manifest Ungerechten, ist nicht richtig? Muss nicht unter den Bedingungen der Gerechtigkeit die Zuwendung und die Zusage der Basileia Tutiu an die Ungerechten als unrichtig, als Unrecht, als ungut, als böse bezeichnet werden? Jedenfalls wird man nicht ganz umhin kommen zu sagen, da liegt der Grundkonflikt. Und der Grundkonflikt, der ja dann die Geschichte des Christentums aufs Intensivste beschäftigen wird. Nämlich, wie verhält sich eigentlich die Gerechtigkeit Gottes zu seiner Liebe? Oder anders formuliert, wie verhält sich eigentlich das Gesetz zum Evangelium? Luther hat gesagt, die einzige Kunst der Theologie besteht darin, Gesetz und Evangelium ins rechte Verhältnis zu setzen und die beiden recht zu unterscheiden. Das sei die größte und die schwierigste Kunst. Und in der Tat wird man sagen müssen, der Gedanke der Gerechtigkeit
Und der Gedanken der Versöhnungsliebe, die sind nicht einfach unmittelbar zum Ausgleich zu bringen. Deshalb wird man, um jetzt den Konflikt mit den Pharisäern auf den Punkt zu bringen, vielleicht sogar, und das vielleicht streiche ich jetzt, von einem Konflikt Jesu mit dem Gott, den er seinen Vater nannte, rechnen müssen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Natürlich ist es ein Psalmzitat und der Psalm nimmt eine entsprechende Wendung. Aber trotzdem wird man diesen ins Innerste der Sendung Jesu reichenden Konflikt nicht ausblenden dürfen, wenn man die theologische Dimension des Kreuzes ausloten möchte, zumindest tendenziell ausloten möchte. Ist es nicht tatsächlich ein Konflikt zwischen dem gerechten Gott Israels, den Jesus seinen Vater nennt, und dem Sohn, der, ich habe es gerade angedeutet, an die Stelle der Verlorenen tritt und mithin selbst als verloren zu gelten hat? Finsternis, der Vorhang im Tempel reißt mitten in zwei, alle solche Signale, die jedenfalls auf die äußerste Dramatik dieses Geschehens hindeuten. Neutestamentliche Deutungen dieses Geschehens. Zunächst wird man sagen müssen, sie wissen es nicht zu deuten. Sie verstummen. Sie sind sprachlos. Sie wissen nichts zu sagen. Das darf nicht unterschlagen werden. Das gehört nämlich zur Deutung des Kreuzestodes Christi auch hinzu. Wir haben ja beim letzten Mal dieses schwierige Problem der Theodizee angesprochen. Hier hat all das, was man als sinnlos, als sinnwidrig bezeichnen muss, seinen eigentlichen theologischen Ort. Also, zunächst wissen sie gar nichts dazu zu sagen. Und das Erste, was sie dann dazu sagen, heißt Dei. D-E-I. Es musste so sein. Ja, warum? Sie sagen zunächst nur, es musste so sein. Lesen Sie mal den Passionsbericht. Da kommt dieses Wörtchen Dei immer wieder vor. Sehr viel mehr, als dass dahinter ein Ratschluss steht, der sich uns aber noch nicht hinreichend erschlossen hat, ist in diesem Dei noch nicht drin. Und dann, für uns, Hyperl, für uns zugute. Ja, wie? Warum? Und die Deutungsweisen und die Deutungskategorien des Neuen Testaments sind dann unterschiedlich. Ich versuche es ein bisschen zu katalogisieren. Der Tod des Todes. Ein militärischer Streit. Ein Arzt ist uns gegeben, derselbe ist das Leben. Eine medizinische Dimension. Aber zentral bestimmend sind die Kategorien Opfer und Sühne. Also juridische und kultische Interpretamente. Lesen Sie das Neue Testament, lesen Sie die paulinischen Briefe. Da haben Sie diesen juridischen Aspekt als zentralen Aspekt der Deutung des Kreuzestodes Christi. Oder lesen Sie den Hebräerbrief. Da steht im Zentrum der Opfergedanke. Wie immer die einzelnen Deutungen des Todes Christi im Neuen Testament ausfallen, sie haben eine signifikante Nähe zum Tempelkult des Opfers und eine signifikante Nähe zum Gedanken der Gerechtigkeit, des Gerichts, des Richtens, der Sühne, der Versühnung, der Versöhnung und so weiter und so fort. Dem will ich ein bisschen nachgehen, um zunächst Verständnis zu erwecken dafür, warum der Opfergedanke jetzt plötzlich so zentral ist. Warum wird im Tempel zu Jerusalem eigentlich geopfert?
Ja, ich könnte weiter fragen, warum wird in diesen ganzen schönen Tempeln, die uns die Antike hinterlassen hat, warum würde in denen eigentlich, ja, was würde da eigentlich getan? Nicht Platon gelesen oder Sokrates oder sonst irgendwas, sondern es würde geopfert. Ja, lieber Himmel, warum? Geopfert. Ein Blutopfer dargebracht. Als Ablösung des Menschenopfers am Ende gar. Ist eine Geschichte. Warum dieser Gedanke? Nun, weil offenbar in der Menschheitsgeschichte diese Idee, Vorstellung so zentral ist, dass man nicht beliebig mit dem Verkehrten, mit dem Ungerechten, mit dem Bösen verfahren kann. Nicht Schwamm drüber, sondern es bedarf eines Opfers, damit das verkehrte Verhältnis des Menschen zu Gott wieder zurechtgebracht wird. Und darum ist es ein Gnadenangebot Gottes, dass das Opfer möglich ist. Und das Erstaunliche im Christentum ist nicht, dass das Kreuz Christi als Opfer gedeutet wird, sondern das Erstaunliche am Christentum ist die Tatsache, dass von nun an keinerlei Opfer mehr stattfinden. Und zwar deshalb, weil gesagt wird, das ist das ein für alle Mal gültige, vollgenügsame, suffiziente Opfer. Ephabax, Hebräerbrief. Ein für allemal gültig. Wir dürfen uns nicht historisch darüber wundern, dass die Opferkategorie auf Jesus angewendet wurde, sondern wir müssen uns historisch darüber wundern, dass von nun an nie mehr ein Opfer stattfand im Christentum. Und wie allergisch man gegen den Opfergedanken war, zeigt die reformatorische Tradition, indem es dem Gedanken des Messopfers gegenüber so allergisch reagierte wie auf sonst nichts. Obwohl die Katholiken sich redliche Mühe gaben, deutlich zu machen, das hat mit den alten Opferkulten überhaupt nichts mehr zu tun. Und es ist überhaupt nicht der Wiederholung, Ersetzung, Ergänzung des einmaligen Kreuzesopfers, sondern, wie es im Tridentinum heißt, dessen wirksame Gegenwärtigsetzung. Also, von neuen Opfern, nein, nein, das wollten ja die Katholiken nicht. Aber die Evangelischen waren nicht bereit, den Opfergedanken überhaupt zu akzeptieren. Deshalb dieses brutale Wort im reformierten Heidelberger Katechismus auf die Frage, was denn die Messe als Opfer sei, eine vermaledeite Abgötterei. Punkt. Mit dem Opfergedanken will man unter christlichen Bedingungen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und deshalb interpretiert man das Kreuz Christi als Opfer. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich für Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Lamm Gottes unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet. Das sind Opferkategorien, die aber besagen, dass durch dieses Kreuzesgeschehen, aus Gründen, die man jetzt noch näher erwägen muss, diese Sühne, diese Versöhnung geleistet ist, die Bedingung der Möglichkeit dafür ist, die Liebe ohne Aufgabe der Gerechtigkeit zur Geltung zu bringen. Und das gilt entsprechend für alle anderen Vorstellungen. Katalage, Versöhnung bei Paulus. Ob jetzt das einen direkten kultischen Bezug hat oder nicht, das braucht uns im Einzelnen nicht zu interessieren. Aber auch Paulus spricht das Hilasterion, der Sühnedeckel, wo der Priester, der hohe Priester am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, das Blut der Opfertiere draufgespritzt hat. Dieses Hilasterion, dieser Opferdeckel, wie es Luther übersetzt hat, das sei das Kreuz Christi. Ansonsten dominieren bei Paulus mehr juristische Argumentationen, die dann in der späteren mittelalterlichen Tradition dominierend werden. Aber das eigentlich bewegende Problem, und darauf will ich raus, all diese Deutungen, ist, Gott ist die Liebe. Ja, aber Gottes Liebe ist kein Belieben. Gottes Liebe ist keine Beliebigkeit, sondern Gott ließ es sein Bestes kosten, wie es dann heißt, damit seine Gerechtigkeit und seine Liebe in eins gedacht werden können.
was unter menschlichen Bedingungen so gar nicht möglich ist. Deshalb, und jetzt kommt sozusagen die ganze Szenerie, die uns die geläufig ist, muss er seinen Sohn schicken und so weiter und so fort. Das sind aber sozusagen erst traditionsgeschichtliche Reflexionen post festum. Und die verstehen wir eigentlich erst, wenn wir sozusagen den traditionsgeschichtlichen Prozess ihres Zustandekommens verstehen. Okay? Aber das Grundproblem ist immer dies: Wie kann eigentlich der Gedanke der Gerechtigkeit Gottes mit seiner vorbehaltlosen Gnadenliebe zusammengedacht werden? Gratis, umsonst, gerechtfertigt, aus Gnade um Christi willen durch Glauben. Gratis nochmal, gratia. Das Zentralwort nicht nur der Reformation, sondern des Christentums überhaupt. Ja, heißt es, Liebe im Sinne der Beliebigkeit, die nun letzten Endes doch darauf hinausläuft, dass die Differenz zwischen Gut und Böse nivelliert wird? Das kann es nicht sein. Sonst überbietet das Christentum das Judentum nicht, sondern unterbietet es meilenweit. Aber wie? Das ist die entscheidende Frage. Und an der Frage arbeiten Sie sich ab mit Vorstellungskategorien der Zeit, das ist ja klar. Aber bevor man diese Vorstellungskategorien und ihre Anwendung zu Deutungszwecken kritisiert, muss man es zuerst einmal verstehen. Ich vertrete jetzt hier nicht die These, dass man diese Deutungskategorien unbedingt in der üblichen Form, in der traditionellen Form fortschreiben muss. Aber den Gehalt desselben, den wird man wohl bewahren müssen. Und insofern muss der Gedanke der unbedingten Gnadenliebe verbunden werden und zusammengedacht werden mit dem Gedanken der Gerechtigkeit und umgekehrt. Und das kann nach gemeinchristlicher Auffassung aller neutestamentlichen Autoren nicht unter Absehung vom Kreuz Christi geschehen. Das Kreuz ist in dem Sinn das Wirkmittel der Gnade Gottes. Nicht nur die Exemplifikation desselben. So wird es in der Regel dargestellt. Da sagt man, ja, Gott ist die Liebe, das ist eh klar. Und das wird sozusagen in Jesus Christus exemplarisch vorstellig gemacht. Der Gedanke ist zu flach. Und Sie müssen wirklich sagen, er ist das Wirkmittel desselben. Und ohne ihn kann von diesem Zusammenhang ernsthaft nicht die Rede sein. In der alten Kirche trat der Gedanke eher wieder ein bisschen in den Hintergrund, würde man sagen müssen. Ich behaupte jetzt nicht, dass die alte Kirche das paulinische Niveau nicht halten konnte, obwohl es nicht ganz verkehrt ist. Aber jetzt werde ich aufgenommen und jetzt sage ich dann Dinge, für die ich mich am Ende rechtfertigen muss. Die alte Kirche ist schon, wie Sie am Anfang mit Recht sagten, am Inkarnations- und am Weihnachtsgedanken orientiert. Und das ist ja ein wichtiger Gedanke. Und den hat man zunächst mal in allen Differenziertheiten ausbuchstabiert. Und darauf deutet ja das altkirchliche Dogma hin, ne? Dass der in Jesus Christus inkarnierte Logos wesenseinig zur Gottheit Gottes gehört, Trinitätslehre, durch den Heiligen Geist als Dritten im Bunde dann noch angereichert, salopp zu reden, und dann die Zwei-Naturen-Lehre, die sich ja auch auf den inkarnierten Logos beziehen. Und im Hintergrund steht das Streben des antiken Menschen nach dem Pharmakon Athanasias, nach dem Heilmittel der Unsterblichkeit. Der Paul Tillich, den ich auch schon öfters in diesem Zusammenhang erwähnt hat, hat mal drei Epochen der Angst unterschieden. Die Antike, die Mittelalterliche und die Neuzeitliche. Die antike Periode ist primär durch Todesangst geprägt. Und damit von der Frage, wie kann ich des Todes mächtig werden? Und daran orientiert sich ja die altkirchliche Soteriologie. Man könnte sie als Erlösungslehre bezeichnen, hat man gemacht. Und sie dadurch ein bisschen abheben von dem, was man Versöhnungslehre nennt. Und das ist ja ein Aspekt, der untrennbar zu den Deutungen des Kreuzes Todes Christi gehört. Als ein Tod den anderen fraß. Halleluja.
heißt in dem schönen Osterlied Martin Luthers. Also der Tod hat sich am Kreuz die Zähne ausgebissen, sodass am Kreuz der Tod zu Ende kam. Und zwar gerade dadurch, dass in Jesus Christus Gott sich selbst dieses Geschehens angenommen hat, sodass nichts mehr uns trennen kann von der Liebe Gottes, wie sie in Jesus Christus erschienen ist. Weder Tod noch auch Teufel. Der Teufel kommt schon einmal ins Spiel, aber auch eher, ich will nicht sagen saloppe, aber volkstümlicher Art. Zum Beispiel der Teufelsbetrug. Der alte Leviathan wird mit einem gierigen Fisch verglichen, dem die Lockspeise der menschlichen Natur Jesu vorgehalten wird. Und da greift er natürlich sofort zu und verschlingt den vermeintlich nur irdischen Menschen Jesus, aber er nimmt den wahren Gott zugleich zu sich. Und was hat es zur Folge? Dass er sich übergeben muss und mit Jesus Christus die gesamte Schar derer, die er in seinem Höllenlachen verschluckt hat, wieder preisgeben muss. Derb zwar, aber so schlecht auch wieder nicht. Wie auch die Vorstellung, dass Jesus Christus eigentlich nicht allein aufersteht. Bei den orthodoxen Ikonen können Sie es immer sehen. Der steht nie allein auf, sondern der zieht immer Adam und Eva mit aus irgendwelchen Abgründen heraus. Für uns geschehen. Gilt vom Tod, gilt auch von der Auferstehung. Die Auferstehung, das muss ich jetzt nur nachtragen, ist natürlich die deutsche Kategorie des Kreuzestodes Jesu schlechthin. Denn sie besagt, dass der Gekreuzigte, der am Schandpfahl gekreuzigte Jesus von Nazareth, zur Rechten Gottes erhöht ist. Also der Gottheit Gottes unveräußerlich angehört, weil Gott, indem er ihn auferweckt hat, sich mit ihm identifiziert und sich in untrennbarer Weise zu ihm bekannt hat. Ostern ist in dem Sinne natürlich der Hintergrund all der Deutungen des Kreuzestodes Christi, die ich jetzt angesprochen habe. Aber nochmal zur alten Kirche, wenn Sie da sich mal eine exemplarische Schrift zu Gemüte führen wollen, dann wäre das die Schrift, die ich schon genannt habe, vom heiligen Athanasius, Perides en Anthropesius tu Logo, von der Menschwerdung des Logos. Deren Pointe ist: Gott ist deshalb Mensch geworden, um den Tod zu überwinden. Und mit dem Tod den Teufel dazu, aber im Wesentlichen doch die Phthora des Verderbensgeschick, der Krankheit und des Todes. In der späteren Entwicklung, im frühen Mittelalter und dann im Mittelalter selbst, tritt ein anderer Zug, und zwar der Zug, der bei Paulus auch der dominierende ist, wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Nämlich die Frage, wie sich die Gerechtigkeit Gottes zur Gnadenliebe verhält. Also wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist ja die Frage Luthers. Und das habe ich meine Zeit schon ein bisschen überzogen. Darum will ich Ihnen aus der mittelalterlichen Welt nur noch eine Deutung vorstellen, die die wirkungsgeschichtlich vielleicht einflussreichste überhaupt war. Und da können Sie es jetzt drüber aufregen und darauf können Sie dann auch in Ihren Antworten oder in Ihren Anfragen Bezug nehmen. Ich sage vorweg, ich teile diese Anselmsche Soteriologie so nicht. Ich empfehle sie nicht zur unmittelbaren Wiederholung. Ich empfehle aber doch die Motivationsgründe, die ihn zu seiner Argumentation führten, nicht so leicht zu nehmen. Anselm von Canterbury hat eine Schrift geschrieben, Cur Deus Homo. Perites en Anthropesius tu Logo, der Athanasius. Und jetzt kommt das lateinische Äquivalent. Warum ist Gott Mensch geworden? Warum eigentlich? Um den Tod zu überwinden, ja. Aber mehr noch, um der Gerechtigkeit, auch unter den Bedingungen vorbehaltloser Liebe, die Referenz zu erweisen. Die Ausgangsposition wird bei Anselm immer so zur Geltung gebracht, er spricht mit einem. Und zwar mit seinem Mönchskollegen
Boser. Ist also als ein Dialog gestaltet. Nur so ungefähr wie ein sokratischer Dialog. Da heißt es ja auch immer, das hast du uns wunderbar erklärt, liebe Sokrates, und nun erklär uns bitte auch dies und das noch. So ungefähr stellt man sich das vor. Ich bin ja ohnehin in der günstigen Situation, weitgehend monologisieren zu können. Ein bisschen in die Tendenz geht der Anselmsche Dialog, obwohl er als Dialog gestaltet ist. Und der Boso kommt jetzt gleich daher mit der Frage, die als die alles Entscheidende offenbar bis zum heutigen Tage gilt. Warum dieser ganze Aufwand? Hätte Gott nicht einfach sola misericordia, aus reiner Barmherzigkeit agieren können? Und zwar ohne weiteres. Ist er nicht der Herr der Welt, der tun kann, was er will? Und da fährt er ihn an. Das ist die schärfste Stelle in dem ganzen Buch. Du hast nicht bedacht, was ist mit der Gerechtigkeit und mit der Sünde. Also mit dem Bösen, mit dem Unguten, mit dem Verkehrten, mit dem in sich Widrigen auf sich hat. Sonst könntest nicht so ein Blech daherreden. Sola misericordia, reine Barmherzigkeit, das läuft auf ein reines Belieben hinaus und dann ist die Gerechtigkeit Gottes auf der Strecke geblieben. So hat es auch nicht gemeint, so ungefähr. Ne, jetzt, er sieht ein, dass er da in die falsche Richtung argumentiert hat. Aber was tun? Was muss jetzt getan werden? Curius Homo, warum ist Gott Mensch geworden? Nun, man könnte ja sagen, es würde genügen, wenn die Menschen sich bessern. Aber die Besserung allein hilft nichts, denn sie macht das vergangene Unheil nicht wieder gut. Fing er doch vom Bösen an? Oder hat jedenfalls Faktizitäten sich zuzurechnen, die als verkehrt gelten? Und wenn jetzt sozusagen nur die ganze Vorstellung eines Peccatum Originale, eine Ursünde oder was weiß ich ins Spiel bringe, das wäre natürlich ein Vortrag für sich, dann wird das Gewicht dieses Arguments schon klar. Der Mensch allein kann hier nichts leisten. Aber er muss es tun. Warum? Weil er ja der Schuldner ist. Nun muss ich einen Zwischengedanken nur einfügen. Gott hätte freilich auch sagen können, er richtet das Böse. Aber dadurch wäre sein Menschengeschöpf, und zwar alle Menschengeschöpfe, in die Krise geraten. Die Alternative aut pöna, aut satisfactio, entweder Strafe oder Satisfaktion, wäre durchaus in dem Sinne denkbar, dass Gott das Böse straft. Aber das sagt nun Anselm eigentümlicherweise, dann würde die, was heißt eigentümlicherweise, in rechter christlicher Einsicht, dann würde uns die Strafe ja alle treffen. Sie sind allzumal Sünder. Also nimmt Gott, weil er an seiner Schöpfungsintention festhalten will, von dieser Möglichkeit Abstand. Nicht mehr Pöna, Strafe im eigentlichen Sinne, sondern Satisfactio, Satisfaktion, Genugtuung im Sinne von so etwas wie Strafersatz. Man könnte sie jetzt sozusagen in juristische Diskussionen einlassen, und das ist natürlich auch gemacht von Hugo Grotius und was weiß ich, da gibt es also bibliotheksfüllende Debatten über die Frage, was jetzt eigentlich Satisfaktio, was Pöna genau sei. Aber Pöna ist jedenfalls was anderes als Satisfaktio. Satisfaktio ist der Verhinderungsgrund der Pöna, aber zugleich notwendig deshalb, damit die Gerechtigkeit Gottes bei der Realisierung seiner Liebe nicht auf der Strecke bleibt. Um es jetzt zum Schluss zu bringen, Gott musste Mensch werden, weil der Mensch dieses Üble, dass er sich zu Schulden kommen hat lassen, auf sich nehmen muss. Der Mensch allein wäre aber dazu nicht in der Lage gewesen. Deshalb bedürfte es des Gottmenschen, um dieses Satisfaktionswerk der Versöhnung zu leisten. Bleibt die letzte Frage,
warum er denn dann hat sterben müssen. Hätte das nicht durch sein gutes Leben erledigen können. Darauf antwortet Anselm, zum guten und gerechten Leben war er als Geschöpf verpflichtet. Nicht verpflichtet aber war er, als das gute Geschöpf, das er war, zu sterben. Und weil er trotzdem starb, hat dieses Sterben den Charakter eines donum super additum, eines überpflichtigen Werks, und weil dieses Werk Jesus Christus selbst nicht benötigt, gibt es in den Thesaurus Ecclesiae, in den Schatz der Kirche ein, die es durch Wort und Sakrament an die Bedürftigen, will heißen, an uns alle verteilt. Ein Konstrukt, klar. Und ein Konstrukt, von dem ich sagen will, es muss nicht von jedem geteilt werden. Aber ein Konstrukt, das nochmal beweist, worin das zentrale Problem begründet liegt, auf dem die Theologia Crucis in allen ihren Formationen reagiert und bezogen ist, nämlich wie sich die jüdische Grundgewissheit, die vom Christentum geteilt wird und geteilt werden muss, nämlich der Gerechtigkeit des einen und universalen Gottes, verhält zur unbedingten und bedingungslosen Gnadenliebe, wie sie in Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes erschienen ist. Entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen überzogen habe, aber es war ein schweres Thema. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.